Ja, ich wünsche allen Bürgern in Deutschland ein besinnliches Weihnachtsfest im Kreise ihrer Familie. Lassen Sie sich reichlich beschenken, beschenken Sie Ihre Familie reichlich. Und ich wünsche Ihnen ein neues, hervorragendes Jahr 2018. Und damit das auch die nächsten Jahre und Jahrzehnte so bleibt, dafür werde ich mich im Bundestag auch für Sie einsetzen. Dieses Jahr ist die AfD in den Deutschen Bundestag eingezogen und das ist ein historisches Ereignis. Und ich wünsche mir für Deutschland, dass die Vertreter der anderen Parteien, vor allem der CDU, CSU und FDP, endlich begreifen, dass wir mittlerweile liberal-bürgerliche Mehrheiten im Bundestag haben. Ich wünsche mir, dass die Menschen begreifen, dass das Zeitalter der Alt-68er zu Ende ist, dass wir bereits den Paradigmenwechsel angeläutet haben. Und ich freue mich darauf, wenn es wirklich so sein wird. Und ich freue mich darauf, dass Deutschland dann endlich wieder ein liberales, ein bürgerliches Land werden wird und dass wir hier alle in Freiheit leben werden. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen schöne, besinnliche Weihnachten und ein wunderschönes neues Jahr. Ich wünsche mir zu Weihnachten eine erneuerbare, eine bessere Energiepolitik, die die Bedürfnisse des deutschen Volkes, seines Mittelstandes und seiner Industrie mehr in den Fokus rückt. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen frohe Weihnachten. Vielen Dank. Die Bescherung für Deutschland hat dieses Jahr nicht am 24. Dezember, sondern am 24. September stattgefunden. Mit einer Wahl, wo mit fast 13% eine Partei gewählt worden ist, die für eine Renormalisierung Deutschlands steht. Und diese Normalisierung kann man Deutschland nur wünschen. Nach dem 8. Mai 1945, nach dem 9. November 1989 und eben auch nach dem 24. September 2017. Fröhliche Weihnachten.